Zahlreiche Grabstellen und Mauerbefunde präsentierten am Dienstagnachmittag Archäologen in der Klosterkirche St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau. Insgesamt wurden auf einer Fläche von 480 Quadratmetern 65 Funde dokumentiert. Dazu gehören unter anderem 14 barocke Grüfte mit Gewölbe sowie zwei gemauerte Stellen ohne Gewölbe, in denen Knochen gesammelt wurden. Die archäologischen Schätze wurden entdeckt, weil derzeit der Fußboden in der Klosterkirche saniert wird.